Ja, ich glaube, heute hat man echt große Schwankungen drinnen. Erste Halbzeit, glaube ich, war richtig solide, bis auf eine Chance von Türkgücü, die der Keeper richtig gut hält. Kann ich mir nichts erinnern. Ich glaube, wir haben richtig gut runtergespielt und gehen auch richtig verdient mit 2-0 in Führung. Und in der Halbzeit, zweite Halbzeit, wurde von Minute zu Minute irgendwie ein bisschen weniger, ein bisschen schwächer. Insofern, glaube ich, ist es auch gar nicht so unbedingt gewesen, dass dann das 2-2 fällt am Ende. Ja, und dann hat man natürlich am Ende das Quäntchen Glück auf Unterseite, vielleicht noch mit dem Standard. Deswegen. Und aber über das ganze Spiel betrachtet, glaube ich, geht es sogar okay, dass wir das gewinnen. Also, ja. Ja, in erster Linie tut es richtig weh, weil, wie man gesehen hat, wie wir gekämpft haben, das war schon Wahnsinn. Nach 2-0 Rückstand kommen wir nochmal so zurück. Ja, und dann macht man einfach einen Fehler, war noch mein Mann und kann mir nur bei der Mannschaft entschuldigen, aber passiert. Wir haben gut gekämpft, aus dem Spiel können wir einiges mitnehmen. Für Samstag auf alle Fälle und bin guter Dinge. Ja. Es war ein anstrengendes Spiel, jetzt müssen wir uns regenerieren und dann sind wir für Samstag wieder topfit. Ich sehe es so, dass der Torwart rauskommt, schreit Leo, unser Verteidiger. Ich glaube, man kann sogar über Foul diskutieren. Ich glaube, in der Situation und in der Position, glaube ich, kann man es definitiv geben, weil unser Verteidiger eben den Schubs bekommt, dass er nicht mehr aus kann. Insofern natürlich unglücklich, von Schuld weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht beide einen Teil, zum Teil beide ja, dabei beteiligt. Aber mein Gott, interessiert am Ende leider zum Glück keinen mehr. Ja, natürlich, wir sind alle gekommen, da wir haben ein Ziel und das verfolgen wir die ganze Saison. Es wird eine harte Saison, das hat man gesehen, es ist nicht immer so einfach, wenn man irgendwo auswärts spielt. Die können auch alle Fußball spielen und geben alles gegen uns, aber wir werden jedes Wochenende alles raushauen und versuchen am Ende ganz oben zu stehen. Ja, ich glaube, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass da richtig gute Jungs spielen. Ich habe letztens in der Regionalliga gespielt gegen richtig viele von denen und das sind, glaube ich, so die besten Regionalliga-Kicker, die es letzte Saison gab. Dementsprechend ist logisch, dass sie eine starke Mannschaft haben. Haben sie heute, glaube ich, auch unter Beweis gestellt, vor allem in der zweiten Halbzeit dann. Ja, also ich glaube, da ist definitiv Potenzial, dass da die nächsten Jahre ein bisschen mehr geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.